Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14. Wir sind hier in Let's Play stehen geblieben. Beim Opener des Royal Rumbles und wartet kurz. Ich weiß. Es ist ein Last Man Standing Match. Ich werde dieses Match nicht spielen. Denn, ja, ich will nicht bestimmen, wer am Ende Nikki Bella bekommt. Ich will das nicht bestimmen. Ja. WrestleMania wird der letzte Pay-Per-View sein, da es dann nicht mehr lange ist, bis zu WWE 2K15 und dann geht's natürlich weiter. Der Franzog, der spielt Wrestling Games. Um 16 Uhr und um 18 Uhr gibt's Wrestling Games Let's Plays. Yes! Der Franzog, der spielt Wrestling Games. Um 16 Uhr und um 18 Uhr gibt's Wrestling Games Let's Plays. Was sehe ich denn da? Ein neues Video von diesem Let's Player. Franz zockt der Sparko. Ja, okay. Franz zockt ist ja vor einem Jahr hier beim Royal Rumble zurückgekehrt. Und hatte Goldberg zum Royal Rumble Sieg geholfen, aber dieses Jahr stehen die Karten ganz anders. Denn es wurde ja eigentlich keiner so qualifiziert für den Royal Rumble, also wisst ihr auch gar nicht, wer in diesem Royal Rumble drin ist. Und es geht los. Das ist das letzte Video, was ich aufnehmen muss. Oh, danke. Weil meine Arme, die brennen immer noch. Mein Rücken, der brennt inzwischen auch. Wer wird Nikki Bella am Ende bekommen? Ich weiß es nicht. Ich will die Entscheidung nicht fällen. Deswegen werden wir uns dieses Match angucken. Oh, schöner Neckbreaker von Franz. Ich will auch nicht auf irgendeinen tippen, denn ich finde, beide hätten es verdient irgendwie. Ja. Irgendwie. Ja, ich renne da gleich noch alles. Dann habe ich ungefähr 9 Stunden Schlaf bis 14 Uhr. Ja, wird alles gehen. Schaffe ich noch. Ich schaffe das noch pünktlich zum Stream. Für euch war dann der Stream sicher. Mit vielen Gästen könnt ihr dann auf Hitbox das Replay nochmal neu angucken, falls ihr da nicht wart. Ist dann aber sicher beim Infovideo verlinkt. Oder ich mach dann danach noch ein Video, keine Ahnung. Ich weiß es nie, wie ich es gemacht habe. Und ja, ist False Count Anywhere, also steht so in den Regeln, also überall kann der Schiri zählen. Und da wurde gerade Bomber angezählt, da Bomber sich kurz auf den Boden schlafen legen wollte. Sagen wir es mal so, nett. Sagen wir es mal so auf der nette Art und Weise. Franz mit 1. 2. Nee, der kommt wieder auf die Füße. Schöner Backsuplex. Two, three, four, ne, nur bis drei. Und da wollte er eine Leiter holen, konnte er aber nicht machen und Mann, brennt diese Scheiße. Zum Glück
One, two. Zum Glück hatte ich mich auch nicht mit Sonnencreme eingeschmiert. Sonst hätte ich ja nicht den Sonnenbrand. Haha. Brennt das wie Scheiße. Okay, Franz holt einen Stuhl. Und schlägt erstmal Bomber damit richtig ins Gesicht. Eins, und da steht er wieder auf. Ist wieder. Eins. Zwei. Drei. Nee, nur bis drei. Das Match geht weiter. Und wieder ein Chairshot. Und er steht sofort auf. Jetzt holt er einer seiner Lieblingsspielzeugen, Zeuge, seinen Vorschlagshammer und schlägt damit Franz erstmal in den Magen. Und Franz steht wieder auf. Wie lange wird dieses Match gehen? Es ist mir generell egal, denn Moonsault! Denn Moonsault, nein, denn, ja, das ist das letzte Video für heute, für mich. Und Stunner! Stunner, 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 Stunner! Stunner, 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 Ref. Der no-sellt den Stunner! Der no-sellt den Stunner! Geil, Franz! 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, Bomba ist jetzt schon zu hinunter. Backpack Stunner, nein! 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 Backpack Stunner, okay. Bomba ist tot. Der No-Stell auch den Backpack Stunner, okay. Der ist irgendwie so ein Flug bei den Stunner. Franz Nose hält den normalen Stunner und Bomber den Backpack Stunner und jetzt seiner Screwdriver Screw. Yo. Wird jetzt Franz sagen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Der Franz sorgt, der Franz sorgt, der spürt. Ich hab die Musik extra so lange. So lange gewartet, bis ich sie einspiele. Der Franz sorgt, der Franz sorgt. Das war wirklich so. Nein, bitte. Nein. Das kannst doch keinem erzählen, dass er ein Backpack-Stunner und nur ein Stunner Screwdriver aushält. Franz sagt der Sparko. Bombaba, nein, Entschuldigung, nein, ich hab das Match selbst nicht gespielt, also, nein. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder, ich hoffe, dann wird's nicht so what the fuck haftig. Ciao, Leute,